Tja, hi Leute, hier ist wieder euer Mofa-Gerät. Ich grüße euch ganz herzlich wieder zu einer Sonntagsfolge RoboCraft. Und Leute, ich habe eine Challenge bekommen und ich habe ja euch versprochen, dass ich die Challenge machen werde. Mir wurde eine Challenge vorgeschlagen, ich muss 500 CPUs verbauen, darf nicht mehr wie 500 CPUs verbauen und muss trotzdem in Tier 8 kommen. Die Challenge ist natürlich angenommen, ich muss allerdings sagen, ich weiß gar nicht, ob sich das bewerkstelligen lässt. So verballere ich jetzt wieder mein hart erspieltes... Hier ist meine Werkstatt. Okay, dann nehmen wir die Werkstatt vom Crossbow, nennen die einfach mal 500 CPU-Flops. Okay, voilà. Okay, Leute, wir haben jetzt 500 CPU-Flops frei, um den Panzer zu bauen und in Tier 8 zu spielen. Ich habe noch eine ganze Menge anderer Challenges bekommen, allerdings will ich erstmal die hier machen. Die fand ich eigentlich relativ cool. Okay, wir fangen einfach mal an, Leute. Wir schauen jetzt erstmal, was haben wir denn in Tier 8 für Cubes? Wir haben hier die roten Cubes. Davon ich 0 habe. Okay, das ist natürlich ein bisschen kacke. Okay, was kosten denn die? Ja, im Vergleich zu den Tier 10 sind sie auf jeden Fall relativ günstig. Leute, ich werde mir hier... Jetzt muss ich mir erstmal überlegen, was will ich denn überhaupt für Waffen spielen? Und sollte ich mir vielleicht einen Hover bauen? Okay, ich muss schauen, dass ich vom Tier relativ schnell hochkomme. Und darf aber nicht in mehr als 500 Tech-Points kommen. 500 CPU-Flops. Okay, Leute, da hätte ich mal gesagt, dann kaufe ich mir hier einfach mal 50. Und hier kaufe ich mir auch mal 50. Und hier kaufe ich mir mal 20. Und hier kaufe ich mir 10. Okay, das sind 500.000 circa, Leute. Und ich werde, glaube ich, diesmal... Mit Hovers. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was haben denn die für ein Robo-Ranking? 28243. 28243. Okay, die haben auch 28243. Und was haben wir denn noch? Die Tracks hier. Okay, die sind mir zu schwach, die T6. Die haben leider nur 5,73. Leute, ich glaube, ich werde es tatsächlich mal mit den Hovers probieren. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür brauche. Da kaufe ich die auch mal. Soll ich vielleicht nochmal zwei kaufen? Nee, wisst ihr was? Ich muss hier ein bisschen Geld sparen auch. Ich werde es jetzt hier nochmal rückgängig machen. Von den Kanonen nehmen wir... Okay, Leute, ich glaube von den Kanonen, das machen wir abhängig davon, wie viel CPU-Flop wir noch übrig haben. Okay. Wir fangen dann mal an zu bauen, Leute. Okay. Ich will diesmal nicht verkehrt drum bauen. So, ich fange hier... Ups, ich fange hier erstmal an. Ich werde es jetzt einfach mal nach oben sieben. Okay, und ich will einen Hover bauen. Leute, wie baut man am besten einen Hover? Ich mache jetzt hier mal den Spiegelmodus an. Nicht mehr als 500 Flops. Leute, ich habe hier nichts vorbereitet oder so. Also ich baue das hier gerade komplett blind. Jetzt muss ich aber gerade mal schauen... Wie groß ist denn so ein Hoverblade? Zumindest von Tier 8. Tier 8. Leute, ich habe komischerweise 40 Hoverblades gekauft. Oh mein Gott, Leute, ich habe 40 Hoverblades gekauft. Ja, das, wenn ich nicht auf Video hätte, würde es mir kein Mensch glauben. Okay, da können wir auf jeden Fall ein paar Hoverblades verbauen, Leute. War natürlich jetzt etwas ungeplant. Okay. Da habe ich anscheinend die Steuerung Taste nicht losgelassen. Okay, wie dem auch sei, Leute, dann haben wir es eben mal gekauft. Was Holz aus Holz. Okay, dann hätte ich mal gesagt, bauen wir die hier hin. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen unstabil vielleicht wird. So. Und wir nehmen nochmal welche. Wir haben hier genug. Bauen die nochmal hier hin. Und nehmen nochmal welche und bauen die... wie viel Platz haben wir gelassen? So, bauen die hier hin. Dann hätte ich mal gesagt, gehen wir mit 6 Stück, dann hätten wir eigentlich noch 34 Stück übrig. Okay, uns fehlen ein paar Steinchen. Leute, mir geht der, die RPs leider aus. Das war jetzt vielleicht eine scheiße Idee, so viel von den Hovers, von den, hier, von diesen Blades zu kaufen. Wie heißen die Dinger? Ihr sagt mir Hoverblades. Okay, Leute, ich nehme jetzt hier mal die roten Steinchen nochmal. Okay, wir sind schon in Tier 7 auf jeden Fall. So, jetzt muss ich das Ganze hier allerdings ein bisschen schützen. Wie weiß ich zwar jetzt selber noch nicht so genau.
Wir hätten aber sogar von diesen welche. Das machen wir einfach so. Ich bin ja Fan von diesen Spitzen. Und dann nehmen wir die Dreiecken. Ups, das waren die falschen. Und bauen hier einfach rein. Ah, das sieht doch schon wundervoll aus. Okay. Hat sogar was. Okay, das werde ich glaube ich vielleicht sogar so lassen. Okay, dann hier noch ein Spitzchen drauf. Das bauen wir nach unten. Nach oben? Ne, nach oben kommt es doch gar nicht übel. Okay. Wir müssen etwas auf unseren CPU-Flop schauen, Leute. Ich werde hier ein bisschen probieren. Ja, das ein bisschen zu panzern hier mit diesen Triforcing-Zeugs. Ich bin jetzt kein Profi auf dem Gebiet, Leute. Aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. So, dann bauen wir das hier hin. Oder sieht es etwas schräg aus? So. Ja, das könnte doch sogar was werden, Leute. Voilà. Was läuft jetzt hier verkehrt? Leute, wir brauchen nochmal so ein Dreiecking. Nein! Leute, mir geht echt das Geld aus, da ich mir echt von diesen Hoverblades so viele gekauft hat. Ich wünschte, es gäbe so eine Rückgängig-Funktion. Okay. Das ist, weil ich diesen Steuerungsknopf entdeckt habe. Und da wollte ich nur 4 kaufen und dann hatte ich auf einmal 40 Stück im Inventar. Aber gut, Schnee von gestern. So. Kommt ja so ein bisschen dem P80 nahe. Wo ist die richtige Seite? Leute, manchmal sieht man das hier nicht so. Muss ich das auf den hier bauen? Nee, natürlich muss ich es auf den hier bauen. Leider ist es verkehrt rum. Gib mir die richtige Seite, gib mir die richtige Seite. Okay, Leute, es mag gerade nicht. Dann werde ich das jetzt einfach auf die Schnelle anders machen. Einmal so und einmal so. Und einmal so. Ja, voilà. Okay, perfekt. Wir brauchen noch ein Dreieckchen. Machen wir das so? Nee, gefällt mir aber auch nicht. Dann machen wir einen vollen Stein hin, Leute. Jetzt gefällt mir die Front komischerweise nicht mehr. Wie können wir das bewerkstelligen? Wir machen das einfach so. Und einfach ein Dreieck. Das würde doch schon mal ganz gut aussehen. Ja, voilà. Ey, Leute, das erinnert mich tatsächlich total an den P80. Soll jetzt nicht abgekupfert sein oder so. Okay, hier nehmen wir einfach wieder ein paar Steinchen und bauen die hier unten komplett zu. Ich hoffe, dass mir meine Steinchen reichen. Wir müssen ein bisschen auf den CPU-Flop achten, Leute. So, so und so. Okay, wir haben wieder keine Steinchen mehr, Leute. Hätte ich vielleicht meinen Sitz irgendwo dazwischen klemmen sollen. Sonst wird das Ding sehr hoch, glaube ich. Nee, Leute, wir probieren das jetzt einfach mal so weiter. Ich gehe mir jetzt einfach nochmal ein paar Steinchen kaufen. T8. 50 Stück. Leute, kann sein, dass ich in der Runde vielleicht nochmal ein bisschen betteln muss. Denn es kann sein, dass mir eventuell oder dummerweise vielleicht mein CPU-Flop ausgehen könnte. Nicht mein CPU, meine RP natürlich. Okay, und mit dem Sitz muss ich mir was überlegen, Leute. Vielleicht schuste ich den tatsächlich irgendwo hier so ein bisschen dazwischen. Ach, komm schon! Wir haben schon wieder keine Steinchen mehr, Leute. Wie viel CPU-Flop haben wir denn schon? 352. Okay, Leute, das könnte mega eng werden. Ich kaufe jetzt noch einfach mal 50 Stück. Und werde hoffen, dass die diesmal erreichen. Durch dieses X-Bauen, also dieses Spiegelungszeugs, da kommt einem das ja immer so extrem wenig vor, weil man ja ein bisschen schneller baut. Würde ich hier noch meinen Sitz in die Mitte gehen? Das würde tatsächlich funktionieren, Leute. Den nehmen wir jetzt auch mal hier. Ah, wir haben gar keine. Achso, natürlich. Ne, wir müssen einen kaufen. Okay, und dann ins Inventory. Und Leute, ich baue den hier hinten dazwischen. Wobei es vielleicht taktisch nicht so klug wäre. Ich werde den hier hinbauen. Und dann nehme ich mir wieder meine Dreiecke und werde den hier wieder ein bisschen schützen. Ich mache das so, 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 so. Und das Ganze will ich hier auch machen. Ah, das, doch, das könnte trotzdem funktionieren. Sehr schön. Ja, voilà. Sehr schön. Okay, Leute, von der Seite will ich auch ein bisschen schützen.
Und hier hinten möchte ich natürlich auch ein bisschen schützen. Okay, dann haben wir schon mal ein flugfähiges Gerät, hoffe ich mal. Ich werde es mal jetzt kurz auf den Practice, auf den Prüfstand schicken, denn ich glaube, das ist der vom Schwerpunkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine große Rolle spielt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der vorne recht schwer ist. Nee, es funktioniert aber. Oh nee, der ist vorne tatsächlich ein bisschen schwer. Oder ist das normal, Leute? Er zieht schon so ein bisschen nach unten, ne? Okay, Leute, ich werde nochmal kurz in die Garage gehen. Ich werde vielleicht vorne ein paar leichtere Blöcke drauf bauen. Oder vielleicht ein paar mehr Dreiecken. Jetzt schaue ich nochmal hier in mein Cube-Depot, ob die tatsächlich etwas leichter sind. Die wiegen 6,5 Kilo. Und die wiegen 13 Kilo. Also Leute, dann steht der Entschluss fest. Ich werde mehr Dreiecken verbauen, dass der vorne ein bisschen leichter wird. Dann machen wir das so und so und so und so. Und so, et voilà. Dann sollte der vorne vielleicht etwas leichter werden. Vielleicht lasse ich hier auch ein, zwei Steinchen raus. So. Und so. Jetzt gehen wir das Ganze einfach nochmal testen, ne? Ich hoffe, dass der jetzt ein bisschen leichter vorne ist, dass er nicht hier so das Übergewicht, dass er nach vorne überkippt. Oder soll ich vielleicht meine Thrusters wenigstens eins nach vorne bauen? Ich weiß jetzt nicht, ob der so... Uah! Zusammenstoß! Okay, sehr schön. Leute, es gefällt mir sogar ganz gut. Würde ich meinen Tank nur so flach hinbekommen, das wäre amazing. Okay, Leute, ich hätte mal gesagt, das geht vielleicht so in Ordnung. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Feintuning vornehmen. Aber grundsätzlich würde es auf jeden Fall schon mal taugen. Wobei, wir können tatsächlich sogar noch eines nach vorne gehen, Leute. Das werden wir auch machen. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen stabiler. So, ja, voilà. Dann können wir hier hinten vielleicht noch ein bisschen mehr schützen. Und hat auf jeden Fall den Vorteil, falls uns die zwei vorderen Hovers weggeschossen werden, dann haben wir immer noch die vier in der Mitte. Das heißt, wir können dann immer noch fliegen. Also denke ich zumindest mal. Okay, Leute, ich habe jetzt Hovers verbaut und ich habe jetzt schon 402 CPU-Flop. Wir bräuchten allerdings noch einen Deckel. Jetzt müsste ich mal schauen, was die Schilder kosten. Hardware. Und ins Cube-Depot müssen wir. Okay, wir bräuchten T8-Schilder oder wir können vielleicht auch T6 oder so nehmen. Wobei die T8 vielleicht gar nicht so schlecht wären, Leute. Einmal hier und einmal hier. Wie viel CPU-Flop brauchen die denn? 48 Flops, da wären wir bei 200. Leute, das kriegen wir ja gar nicht hin. Ja, ich überlege gerade, wie ich das bewerkstelligen könnte, denn wir müssen Kanonen ja auch noch draufbauen. Leute, ich denke, das wird darauf hinauslaufen, dass wir Low-Tier-Schilder nehmen werden. Vielleicht Tier 6. Okay, die brauchen 40 CPU-Flop, da nimmt sich jetzt nicht wirklich viel. Leute, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir zubauen. Mir wird nichts anderes übrig bleiben. Also 500 CPU-Flops ist schon wirklich sehr wenig, für Tier 8 zumindest. Ups. Mein X-Modus auch schon wieder aus. Mein X-Men-Modus. Okay, dann machen wir das hier so. Dann schützen wir von oben hier so ein bisschen die Hoverblades. Da werden mir da wahrscheinlich gleich wieder die Steine ausgehen. Oh Leute, das kriegen wir nicht hin. Wir haben ja jetzt schon 237 CPU-Flops. Hätte ich mir vielleicht ein paar... Wobei, die Steine brauchen, glaube ich, alle die gleichen. Brauchen alle einen CPU-Flop, bis auf die TX-Blöcke. CPU-Load ein Flop und CPU-Load ein Flop. Okay, das ist jetzt etwas blöd. Wir müssen auch in Tier 8 bleiben. Wir sind immer noch in Tier 8, Leute. Das ist jetzt zu bewerkstelligen. Das wird jetzt etwas schwierig, schwer, glaube ich. Wir könnten probieren, unten den Boden komplett abzubauen und dafür oben den Deckel drauf machen. Ich glaube, das machen wir auch, Leute. Wir werden es auf jeden Fall mal testen, ne? Voilà. Oh shit, dann haben wir ja unten keine Verbindung mehr zu unserem Sitz, aber das ist jetzt erstmal egal. Wir bauen jetzt erstmal so weiter, Leute. Ich will mal schauen, ob das funktionieren würde. Wie gesagt, wir brauchen ja noch Kanonen und ich müsste sogar noch eine Reihe höher bauen. Wobei, ein Hover fliegt ja eigentlich. Vielleicht werde ich da nicht so einfach von oben genannt. Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Ups. Okay, voilà. Jetzt muss ich irgendwie den Sitz hier unten wieder verbinden, ne? Bloß, wie mache ich denn das? Erstmal so vielleicht. Ey, was ist hier? Was läuft hier verkehrt? Warum ist hier immer noch nicht verbunden? Ey, warum leuchtet mein ganzes Schiff rot? Habe ich jetzt irgendeinen Fehler gemacht, Leute? Ach, der fliegt in der... Nee, Leute, er müsste doch eigentlich rein theoretisch funktionieren. Spezial, der Sitz. Was ist passiert? Okay, wenn ich ihn hier drauf... Ah, sind meine Blöcke hier nicht verbunden? Leute, ich muss jetzt den Panzer nochmal ein bisschen anheben, damit ich sehe, wo hier der Fehler liegt. Einmal weg, einmal weg. Und einmal weg. Okay, ach so. Leute, ich sehe hier gerade sowieso einen Fehler. Oder war das bewusst so von mir geplant? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Leute. Und meine Tastatur, die ist etwas merkwürdig, denn die Knöpfe funktionieren nämlich nicht so, wie ich das gerne hätte. Lag das jetzt tatsächlich an den Dreiecken? Wir nehmen nochmal den Sitz und schlichten ihn hier. Ah, es lag tatsächlich an den Dreiecken, Leute. Okay, das hilft mir im Moment allerdings relativ wenig weiter. Denn wir haben extrem wenig CPU nur noch übrig. Okay, und hier ist auch etwas nicht verbunden. Das liegt auch an den Dreiecken. Dann werden wir hier voll reinmachen und hier das gleiche. Und hier hinten ebenfalls. Ups, jetzt habe ich irgendwas weggebaut, Leute. Ich weiß nicht was. Ach, den Stein hier. Okay, Leute, wir haben jetzt schon mal einen Hover, das auf jeden Fall wieder flugfähig ist. Flugfähig sein sollte, sagen wir so. Ey, warum stehen hier zwei Blöckchen? Okay, wir nehmen jetzt einmal... Haben wir noch genug von denen? Wie würde das denn aussehen? Einmal hier, einmal hier, einmal hier. Und einmal hier in die Mitte. Und vielleicht hier, hier und hier. Sieht das aggressiv geil aus? Nicht so wirklich. Aber wir können es mal so testen. Nee, gefällt mir eigentlich sogar relativ gut, muss ich sagen. Er wird sich dann im Gefecht auf jeden Fall zeigen. Wir können hier noch was hinbauen. Oh, wundervoll, das ist wundervoll. Okay, Leute, wir gehen jetzt hier. Wir bräuchten weniger Gewicht und wir bräuchten weniger Flops. Okay, jetzt gehen wir die Flops hier aus. Ich werde jetzt hier hinten noch ein paar normale Steinchen verbauen, damit wir wieder ein bisschen Gleichgewicht bekommen. Und jetzt bräuchten wir wieder ein Dreieckchen. Hier haben wir eines. Und die bauen wir dann hier hinten hin. So und so. Leute, auf Thrusters muss ich leider Gottes verzichten, ne? Denn es ist mir zu viel CPU lastig. Da müssen wir natürlich unseren Sitz etwas schützen. Wobei... Ne, wir machen das so und so und so. Und dann werden wir einmal von der Seite... Das war verkehrt, falsch rum. So einmal hinbauen. Nein! Komm schon! Leute, mir geht echt das Geld aus. Hätte ich mir mal nicht so viele Hovers gekauft. Okay, wir brauchen Chassis, wir brauchen... wir sind ja gar nicht im Cube Depot, so, dahin müssen wir. Die Blades baue ich jetzt erstmal, oder mache ich jetzt erstmal weg. Was haben wir denn jetzt gebraucht, Leute? Dreieckchen. Dreieckchen. Moment! Kaufen wir nochmal 30 Stück. Leute, wir haben nur noch 100.000 knapp. Das könnte eng werden. Und dann bauen wir das Ganze so und so und so und so. Voilà. Kriegen wir da vielleicht ein Dächlein sogar schon drauf? Oder bin ich immer noch zu niedrig? Ja, ich bin immer noch zu niedrig. Das ist wirklich kacke gerade, Leute. Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt gerade fliegt. Komm schon, gib mir wenigstens ein Dreieckchen. Da war es grün, da war es grün. Und hier auch? Okay, hier mag er nicht. Okay, dann verkleide ich das Ganze jetzt hier nochmal mit
Dreiecking. Voilà. Ups. So. Jetzt sind wir natürlich gefundenes Fressen für die ganzen Jets und was alles hier rumfliegt und wuselt. Okay, Leute, wir haben 462 CPU-Flop. Oh mein Gott, das geht gar nicht, Leute. Wir bräuchten Hardware. Wir bräuchten jetzt eine T7-Waffe vielleicht sogar. Die braucht CPU-Load, 26 CPU-Load. Ah, Leute, das wird eng, das wird eng, das wird mega eng. Wir könnten vielleicht wir könnten Tesla Blades vielleicht verbauen. Gibt es die als Tier 6? CPU-Load, 20 CPU-Load. Ich kaufe mal zwei. Natürlich will ich die auch auswählen. Oh, die sind gar nicht so groß, wie ich anfangs gedacht habe. Okay, jetzt Spitzchen stört. Einmal hier. Und, ey, ich kann die ja sogar hier oben drauf bauen. Ist hier amazing. Und wir bauen sie einmal. Leute, ich würde es gerne eins weiter runtersetzen. Muss ich zwei Platz lassen? Tatsächlich. Okay, Leute, wir haben jetzt vorne zwei Tesla Blades drauf. Jetzt ist natürlich die eine total mies geschützt. Nee, die Steinchen wollte ich jetzt nicht. Okay, wir machen das so. Ah, komm schon. Wir haben wieder keine Steinchen mehr, Leute. Ey. Habe ich hier überall Dreiecken verbaut? Hier ist ein ganzer. Und dann werde ich das so machen. Okay, Leute, wir sind schon bei 505 CPU-Flops. Wir sind bei 503. Wenn ich jetzt ein paar Steinchen weglasse, am Heck eventuell, dann könnte ich mir ein bisschen CPU sparen. Okay, hier sind schon wieder meine Hovers. Die würde ich ungern offen lassen. Dann bauen wir einfach noch das weg und das weg. Die würde ich auch ungern wegnehmen. Dann nehme ich einfach das noch weg, das noch weg, das noch weg. Und die? Ja, Leute, es ist gar nicht so einfach. Okay, wenn wir es so machen, dann sind wir bei 482 CPU-Flops. Okay. Ich würde das Ganze ja gern noch ein bisschen nach hinten setzen. Oder so ein lumpiges Tier-4-Schild. Wie viele CPU-Flop haben die denn? 32. Das ist schon mega viel, Leute. Für so ein schlechtes Schild eigentlich. Dann machen wir das Ganze so. In der Hoffnung, dass wir nicht weggenutzt werden. So, Leute. Ich baue mir jetzt nochmal zwei Nano-Destruktors drauf. Und zwar T6er. Okay, Leute. Das wird schwer. Das wird wirklich schwer. Okay, wir sind bei 547 CPU-Flops. Und das da vorne gefällt mir auch nicht so wirklich. Wenn ich das jetzt vielleicht wieder Coffee mache und baue die jetzt einfach weg und werde die anstatt vorne hinten hinbauen oder ich lasse komplett weg. Einmal so. Leute, man muss sagen, ich habe nur T6-Kanonen drauf, also T6, Nanos. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich noch ein bisschen CPU einsparen könnte. Vielleicht, wenn ich jetzt hier zwei Hovers wegbaue, würde der dann noch fliegen? Leute, aber ich muss hier immer ein bisschen testen. Ich weiß ja gerade gar nicht, ob das Ding überhaupt viel zu schwer ist. Ich habe den jetzt probiert, relativ leicht zu bauen und vielleicht ein bisschen ausgeglichen. Okay, wir fliegen auf jeden Fall schon mal. Oh, da kann ich doch mal meinen ersten Kill mit den Tesla Blades machen. Einmal up. Einmal up. Und flieg und sieg. Yes. Ist das Ding kaputt? Leute, was ist mit dem Ding los? Baut sich das jetzt wieder auf? Ups. Okay, Leute, wir haben ein bisschen den Schwerpunkt extrem weit vorne. Entweder müssten wir vorne ein paar Blöcke wegnehmen.
Oder wir nehmen hinten ein paar Blöcke dazu. Aber ich werde dann eher für wegnehmen. Leute, warum ist meine Tesla Blade? Die ist gar nicht aus, ne? Muss ich die reloaden? Irgendwie? Wenn ich jetzt nochmal über einen drüber fahre, was passiert dann? Hier haben wir jemand. Hier haben wir jemand. Und Turbomofa! Geht da dann defekt? Kann ich, ist das nur eine Einmalwaffe? Ups. Sorry, Mate! Komm her! Komm her! Komm her! Hör auf zu fahren! Yes, okay. Er kann wohl nicht mehr so ordentlich fahren. Leute, warum gehen meine Tesla Blades nicht mehr? Ist das tatsächlich nur eine Einmalwaffe? Aber geht ja gut ab, aber er ist ein bisschen unstabil, wie ich finde. Und ob ich da in Tier 8 was reißen kann, ich bezweifle es. Ich könnte natürlich auch ein mega kleines Ding bauen, aber dann wäre das, finde ich, jetzt keine Herausforderung. Es soll schon ein bisschen was Anständiges sein. Okay, Leute, ich gehe jetzt nochmal zurück zu meinem Mutter-Siff. Und schau mal, wie ich das Ganze jetzt noch ein bisschen ändern kann. Müssen wir ihn unbedingt so breit machen? Ich habe gerade eine Idee vielleicht. Ey Leute, hier sind eh... Wenn wir das vielleicht noch wegmachen könnten. Und hinten etwas Gewicht drauf oder vorne etwas Gewicht abnehmen. Wenn wir das jetzt so machen würden, dann wird da vorne automatisch ein... Ah, okay, dann funktioniert das wieder mit diesem Ding nicht. Dann wird da vorne automatisch ein bisschen leichter. Ich überlege gerade bloß, ob das so sinnvoll ist. Nee, den Stein brauchen wir optiktechnisch. Und meine optischen Steine, die müssen hier unbedingt draufbleiben, Leute. Wie komme ich jetzt wieder hin? Hier so. Komm schon! Nee, das war jetzt verkehrt, Leute. Mit diesen, man sieht es immer nicht so ordentlich. Ist es jetzt richtig? Nee, so ist auch nicht richtig. Was ist denn hier los? Leute, warum kriege ich den jetzt nicht mehr schön rein? Also das mit diesen komischen Steinen hier. Das, geh weg. Das ist ja wirklich gar nicht so einfach. Ach komm schon, warum bekomme ich ihn denn jetzt nicht mehr schön rein? Wir nehmen einfach wieder sowas und... nee, sowas brauchen wir nicht. Wir brauchen sowas. Wo war jetzt der Fehler? Hier war der Fehler. Dann nehmen wir nochmal den komischen Stein. Ja, voilà. Ups. Ja, voilà. So, perfetto. Der war jetzt zu viel. Okay, Leute, wir sind jetzt vorne etwas leichter. Ey, was macht denn jetzt der Stein hier? Wir sind jetzt vorne etwas leichter. Und hinten allerdings... Wobei ich es gar nicht verstehe, denn der ganze Gewicht, das ganze Gewicht, das sitzt ja hier hinten. Ne? Ich könnte auch probieren, hier diese Dinger ein bisschen wegzumachen. Achso, mir fehlt noch meine Blade. Leute, es ist... wirklich nicht einfach. Ich gebe mir hier gerade... Achso, den habe ich hier hingemacht wegen diesen... wegen der Blade hier. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, dann brauche ich den jetzt nochmal. Und dann brauche ich wieder meine Blade. So in etwa. Leute, ich könnte mir vielleicht sogar jetzt ein bisschen mehr Waffen oder größere Waffen drauf machen. Wir hätten noch ein paar CPU-Flop übrig. Können wir vielleicht auch irgendwas Schießtechnisches hinmachen? Würde das überhaupt funktionieren, Leute? Okay, diese Teslas funktionieren anscheinend mit allen von diesen Dingern. Wir könnten natürlich auch Rail spielen, ne? CPU-Load 24, die Plasma braucht, die 8er. 28 und die Nanodestruptors brauchen sehr wenig. Die brauchen auch 24. Leute, ich könnte mir ein Rail-Teil hier bauen. Soll ich das vielleicht mal machen? Achso, das ist Tier 6. Scheiße, wir sind ja Tier 8, Leute. Okay, CPU-Load 28 Flops. 28 Flops.
Leute, das könnte jetzt sogar funktionieren. Allerdings wird unser Geld wahrscheinlich nicht reichen. T8. Nein, wir können nicht eine kaufen. Leute, ich muss jetzt ein paar Hoverplates verkaufen. Sorry, Leute. Okay, Movement und wir verkaufen einfach, ich hätte mal gesagt, so 30 von diesen Hoverblades. Und machen dann ein dickes Minusgeschäft erstmal. 3. Confirm. Kriegen wir die überhaupt drauf, hier so viele? Leute, was habe ich jetzt schon wieder gekauft? Ach, ich hatte die T10 in der Hand. Kann das sein? Okay, einmal hier. Einmal X an. Einmal hier. Leute, wir würden vielleicht sogar noch eine vierte drauf bekommen. Oder vielleicht sogar noch ein Schild. Da hätte ich meinen Tank eigentlich auch ein bisschen schmäler bauen können. Eigentlich könnte ich die komplette Mitte rausnehmen. Zwar nicht komplett, aber einen großen Teil davon. Leute, bauen wir uns dann doch noch vielleicht ein oder zwei Schilder hin? Irgendwas Low-Tier-mäßiges, Tier 6 vielleicht? Die haben 40 Flops. Leute, das bekommen wir nicht hin. Es sei denn, wir bauen das Ding jetzt hier weg. Wie viel braucht denn das? Okay, das wird trotzdem nicht reichen. Wenn wir T5 Schilder nehmen. 36 Flops, 32. Und hier hätten wir 28. Okay, Leute, das wird nicht einfach, glaube ich. Ich hätte vielleicht doch Tier 7 Plasmas nehmen sollen. Tier 7 Plasmas. Und dann vielleicht wäre es dann ein bisschen besser aufgegangen. Was hätten mir denn die gespart, die Tier 7? Wir haben jetzt Tier 8 und die haben CPU 28. Und die haben 26. Gut, erst so viel hätten wir uns jetzt auch nicht gespart. Oder nehme ich jetzt doch das Hover hier mal in der Mitte auseinander. Dann könnte ich mir natürlich auch noch ein bisschen mehr sparen. Hier wäre der Sitz. Einen Block bräuchte ich. Dann könnte ich hier 1, 2 Reihen komplett wegnehmen. Müsste aber dann von vorne komplett alles neu bauen. Ich überlege gerade, Leute. Ich würde mir gerne ein paar Schilder drauf machen. T5. Leute, ich überlege gerade, wenn ich... Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe leider keine T5-Schilder in meiner in meinen Inventory. Sonst würde ich es gerne mal probieren. Jetzt muss ich sie leider Gottes dann kaufen. Oder vielleicht die T6. Ich will es jetzt einfach mal probieren, Leute. Ich kaufe einfach mal die T6-Schilder. Et voilà. Und werde oben das ganze, den ganzen Klotz hier wegreißen. Ups, werde den ganzen Klotz hier wegreißen. In der Hoffnung, dass die vielleicht hier so ein bisschen drauf passen. Jetzt darf ich hier nicht einen nervösen Finger haben, sonst brauche ich hier wieder gleich alles weg. Genau wie jetzt. Okay, Leute, wir brauchen den Sitz nochmal. Einmal so. Und jetzt holen wir einfach mal die Schilder. Und ich hoffe, dass wir die hier so drüber bauen können, so ein bisschen. Tier 10, hier müssen wir hin. So vielleicht. Ist es gut oder ist es nicht gut? Ich überlege gerade, Leute. Ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Vielleicht noch einen Schluck nach vorne. Allerdings habe ich dann das Problem, dass mein Sitz wieder hinten nicht geschützt ist. Aber wir wären noch relativ vernünftig beieinander mit den CPU-Flops. Jetzt bräuchte ich natürlich hier oben noch irgendwie so ein bisschen Schutz. Hätten wir dann nicht irgend noch ein Schild? Oder sowas hier. Das wäre doch auch amazing. Okay, Leute. Das wird jetzt wirklich etwas schwer. Hier hinten kann ich nicht wegbauen. Ich werde hier vorne jetzt zubauen. Hier. So. Und so. Wenn ich jetzt noch ein paar Dreiecken noch hätte.
Dann baue ich hier vorne noch eins hin. Okay, hier kann ich keins mehr hinbauen, Leute. Das ist etwas blöd. So schütze ich meine Schilder wenigstens etwas. So und so. Bekommen wir hier noch so ein Dreieckchen so schräg rein? Ah, oh, wundervoll, wundervoll. Okay, Leute, das machen wir auf jeden Fall so. Ey, hier passt das Ding auf jeden Fall rein, plötzlich. Und hier passt der rein. Leute, wollen wir das so machen? Wir sind bei 468 CPU-Flops. Und wir spielen T8-Kanonen. Wir sind voll flugfähiges Hover. Ich überlege gerade bloß, wie ich hier dieses kleine Löchlein noch schützen könnte. Vielleicht echt so und oben vielleicht eine Wumme drauf. Wobei, Leute, ich könnte das jetzt auch wieder anders machen. Und zwar so, so habe ich das immer ganz gerne gemacht. Jetzt könnte ich hier das X einmal ausmachen. Und bitte passt drauf, nein! Okay, das war natürlich jetzt nicht so super optimal. Nee, aber das können wir vielleicht so lassen. Jetzt haben wir 518 Flops, Leute. Wir müssten ein bisschen was abnehmen. Ein bisschen... Ach du Kacke, Leute, ich habe ja ganz vergessen, von diese Blade drauf zu machen. Inventory, Hardware. Wo sind wir denn? Was brauchen wir denn? Ist es nicht Hardware? Ach doch, hier unten ist er doch. Okay, dann wären wir schon bei 538. Hätten drei Plasma T8 Kanonen, T8 Steine und T6 Schilder. Ich würde allerdings gerne die Blade hier drauf lassen. Hier hätten wir ein Loch. Okay, das ist ein Tropfen gerade auf dem heißen Stein, Leute. Es ist gerade wirklich, wirklich schwer. Wie könnte ich das Ganze denn... Das da unten wird halt der totale Schwachpunkt sein. Achso, das ist meine Halterung von den Hovers. Leute, die muss ich dran lassen, Leiter. Ich brauche ein Dreieckchen. Das ist ein Spitzchen. Ein Spitzchen. Leute, ich brauche ein Dreieckchen. Wo habe ich denn die ganzen Dreiecken? Hier sind sie. Achso, das hätte ich gar nicht so machen müssen. Ey, ich baue hier schon wieder ohne mein X-Ding hier. Dann machen wir das so und so. Jetzt machen wir das X nochmal an und bauen das hier vorne wieder weg. So, okay. Leute, wir könnten das nicht wegbauen. Okay, habe ich auch gerade gemerkt. Okay, was können wir denn wegbauen, was wir nicht unbedingt brauchen? Wie viele wären denn das hier? Ups. Und hier weg und wieder drauf. Dann wären wir bei 518. Jetzt, wenn ich hier vorne doch die wieder wegmache. So, dann wären wir bei 506 Steinchen. Okay, Leute, wir müssen doch irgendwie 6 Steinchen wegbekommen. An den Ecken vielleicht. Okay, das funktioniert nicht. Das kriegen wir nicht hin, Leute. Wir können auch vom Rahmen an der Seite nichts wegmachen. Lasst Mofa überlegen, lasst Mofa überlegen. Leute, machen wir doch vielleicht so ein Loch hier oben rein. So, in etwa 501... und 500. Okay, Leute, ich gehe jetzt mal das Ganze in den Practice testen. Ich hoffe, dass das Ding funktioniert. Und Leute, könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, ist tatsächlich diese komische Blade nur einmal Gebrauch oder nur für einen einmal Gebrauch gedacht? Okay, wir fliegen auf jeden Fall. Ey, und das erinnert mich ja tatsächlich an den P80-Panzer. Okay, was ich cool finde, wir sind relativ schnell. Und einmal spotten und whoop! Okay, das hätte fast getroffen. Oh, wir sind aber etwas unstabil in der Seitenlage. Oh nee, es geht. Es geht, es geht. Nein! Komm her. Sehr schön. Und Leute, und Feuer! Okay, Leute, ich bin mir nicht sicher, ob das was wird eventuell. Oh, Leute, ich finde als Hover ist das wirklich schwer, weil hier kann man ja so nicht nach unten schießen eigentlich. Whoop!
Ach komm schon. Bleib stehen. Oh, hier mein Megabot. Und drauf. Muss ich da voll in die Kabine rein urinieren? Was hat denn der hier drinnen? Ey, er hat sogar ein Tacho drin. Was ist denn hier verkehrt? Okay, Leute, unser Tank fliegt auf jeden Fall schon mal. Ich hätte vielleicht noch die ein oder andere Verbesserungsmöglichkeit eventuell. Nee, Leute, ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich einmal verbessern. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich müsste dafür ordentlich wieder was wegnehmen, denke ich mal. Wenn ich hier jetzt... Wenn ich jetzt tatsächlich diese Blade hier wegnehme, weil ich eben nicht weiß, ob man die öfters benutzen kann. Bauen hier vorne wieder ein Spitzchen hin. Hier noch ein Spitzchen. Und hier noch ein Spitzchen. Und würden hier jetzt halt... Cube Depot. T4 habe ich mir jetzt überlegt. 32 CPU Flop. 28. 36. Ich kaufe mal ein linkes und ein rechtes. Und gehe in mein Inventory und probiere das jetzt auch noch zu verbauen. Einmal wieder den X-Modus an. Okay, Leute, ich baue mal die Kanonen hier weg. Ja, so erinnert mich halt volle Lotte an den P80, ne? Also bloß als Hover-Gefährt. Wir wären jetzt bei 499 Flops. Wir könnten das Ganze noch ein bisschen drücken, indem wir hier vielleicht noch einen Stein reingehen. Ah, nee, hier ist direkt unsere Hoverblade. Nee, ist sie nicht. Ich baue die jetzt einfach mal professorisch hier hin. Dann nehme ich nochmal die. Und dann könnten wir hier vorne wieder ein paar Steinchen wegnehmen. Hier und hier und die zwei Spitzchen vorne. So sollte das dann ungefähr aussehen. Ich meine, ob die jetzt ein bisschen weiter unten sind, ist nicht so schlimm, denn wir sind ja ein Hover. Wir können hier fliegen. Bloß würde mir das so gefallen. Wir wären bei 487. Wir haben allerdings nur eine Wumme. Wenn ich das hier wieder zumache, dann wären wir bei 492. Könnte ich hier irgendwas von diesen Rahmen wegnehmen? Nee, das würde auch nicht funktionieren, Leute. Okay, also wieder hinbauen. Leute, ich könnte es probieren jetzt mit niedrigeren Hoverblades, aber ich bin mir nicht, ich glaube nicht, dass die wesentlich weniger CPU brauchen werden. Movement, schauen wir einfach mal, was die T6 so tragen können. Da hätten wir sogar 4 Stück übrig. Ach, spielen wir gerade T6 oder spielen wir T8, Leute? Die brauchen CPU Flop 5. Es sind lausige 2 CPU Flops, dass die mehr brauchen. Okay, ich werde jetzt nochmal T7, 26, 28. Okay, Leute, ich bekomme das irgendwie hin. Also es ist nur eine Frage der Zeit, dass ich es hinbekomme. 24, 28, 26. Ja, Leute, es sind 4 CPU-Flops. Ich denke nicht, dass es die jetzt rausreißen werden. Ich werde jetzt einfach die da hier mal... trotzdem nochmal ausrüsten. Ich kann natürlich auch die TX drauf pfeffern. Okay, hier stinkt was nicht. Und zwar sind es die Steinchen hier vorne. So wird es drauf gehen. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob die hier so vorbeischießen können. Wir sind bei 544 CPU-Flops. Okay, Leute, das ist wirklich eine mega schwere Challenge für mich gerade. Denn wenn ihr ein bisschen was Vernünftiges wollt, dann müsst ihr auch hier ein bisschen CPU-Flop übrig haben. So ist natürlich die Hälfte meines Tanks offen. Aber so bräuchte ich rein theoretisch auch nicht den Rahmen. Wenn ich das jetzt hier und hier, dann wäre es so verbunden, ne? Es ist nicht einfach, Leute. Gibt es keine Steine mit 0,5 CPU-Flop? Leute, ich schaue jetzt tatsächlich mal nach.
Ein bisschen weniger. CPU-Flop. CPU-Flop. Okay, nee, es wird einfach, ich denke, es wird nicht einfach, Leute. Es wird alles ein CPU-Flop haben. Außer ich mache komplett ringsrum den Rahmen weg. Das könnte mir ein bisschen helfen. Vielleicht, eventuell, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und werde die einfach hier hinten bauen. Das gleiche machen wir dann hier. Dann bräuchten wir hier hinten auch nicht das Ding. Dann wird das Ding halt komplett instabil. Das ist das Problem, was ich jetzt habe. Okay, so wären wir bei 478 Flops. Allerdings ist es, wirkt es sehr unstabil. Leute, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Wenigstens, dass ich hier noch so ein bisschen was machen kann. Vielleicht noch ein Dreieckchen. Einmal hier und einmal hier. Okay, 492. Leute, wir dürfen bloß nicht von unten getroffen werden. Das wäre der totale Oberhorror. Einmal so, einmal so. Wobei ich... Leute, wir haben noch einen einzigen Stein übrig. Leute, ich werde es jetzt einfach mal testen. Ich gehe jetzt mal in Battle. Oh, wir sind... irgendwelche Cubes sind nicht verbunden mit dem Fahrersitz. Ach, das ist der hier hinten wahrscheinlich. Ein Hit von hinten und dann ist Feierabend für uns. Leute, wir gehen jetzt mal ins Battle. Ich will... Oh, jetzt Moment. Ich bin noch in Tier 8. Sehr knapp. Wir sind bei 499 Flops. Aber ich kann im Moment nichts anderes machen. Okay, Leute, wir gehen einmal in Battle und schauen einfach mal. Vielleicht rock ich ja was. Vielleicht werde ich dann doch nochmal umrüsten auf Räder. Wobei, die brauchen ja eigentlich relativ genauso viel CPU-Flop. Aber dann bin ich wenigstens auf dem Boden und man kann mich nicht so leicht von unten treffen. Ey, der fährt hier mit kompletten TX-Blöcken rum oder fliegt hier mit TX-Blöcken rum. Ich hätte natürlich auch einen Heli bauen können, ich Idiot. Wobei, das wäre immer noch möglich, Leute. Ey, die fahren hier natürlich mit Megatanks rum. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen CPU-gebunden, ne? Und meins sieht gerade aus so ein bisschen wie ein Trauerspiel, mein Tank. Okay, Leute, wir fliegen einfach mal los. Ich probiere natürlich gleich zu spotten, wenn möglich, wenn es möglich ist. Aber eins muss man denen ja lassen, die Hoverblades sind ja wirklich geil schnell. Und runter! Wow! Oh, das habe ich jetzt nicht mitbedacht, Leute. Ich muss mal hier kurz drehen. Kann ich nicht drehen als Hover. Oh, Minecraft. Leute, was ist denn jetzt verkehrt? Okay, dann fliegen wir einfach gegen den Berg, dass wir einfach... Leute, warum kann ich mich als Hover nicht drehen? Nein. Das muss ich natürlich ein bisschen entgegengesetzt denken. So einfach ist es gar nicht. Leute, ich müsste meine, meine Tastatur drehen. Okay, aber das, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, denn so wird man vielleicht nicht so leicht getroffen. Und tschüss! Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen Damage gemacht. Oh, das ging jetzt mal daneben. Ey Leute, der macht vielleicht gar nicht so schlecht Schaden. Er schießt allerdings nur mit einer Kanone. Ich glaube, es spürt vielleicht doch ein bisschen mein Schild hier. Oh, yes! Leute, wird es mein... Oh, jetzt wollte ich ihn natzen. Leute, ich spam hier meinen Knopf hier. Oh, yes, wir haben den Kill, Leute. Ey, Leute, ich glaube, so schlecht sind wir gar nicht. Oh, ich habe gar nichts getroffen, glaube ich. Oh, yes, Leute. Ich glaube... Okay, wir wurden allerdings auch noch nicht angehittet. Und einmal drauf. Sehr schön. Leute, das wird mein erster Bonus. Allerdings, ihr merkt gerade, ich tue mir extrem schwer mit dem Lenken und so. Wow. Ups. Sorry, Mate. Ah, komm schon. Ey, was hält denn sein komischer Klotz hier aus?
Leute, hätte ich das vielleicht von Anfang an gleich so machen sollen? Ja, wobei, denen läuft wahrscheinlich das ganze Blut hier in den Kopf. Wo haben wir denn hier noch ein paar? Ey! Hier hinten ist eine Rail! Ach komm! Oh oh! Yes, Leute, wir sind wieder richtig rum. Oder auch nicht. Leute, ich bräuchte einen Medic. Ich kann hier überhaupt nichts machen. Mate! Ja, er kommt. Medic. Sehr schön. Vielen Dank, Mate. Hoffentlich drehen wir uns dann nochmal richtig rum. Okay, sehr schön. Leute, ich kann mich allerdings trotzdem nicht drehen. Das hilft mir alles jetzt nichts. Ah, hier hinten ist der letzte anscheinend. Ach, war das gerade dieser Stuhl, der hier unten geflogen ist? Da fliege ich doch einfach mal dezent nach... Oh, yes! Rekt! Okay, Scheibenkleister. Leute, ich wurde gespottet. Von wo denn? Wo ist... Ach, hier hinten. Ist das ein Gegner? Halt, ohne Mist, Leute. Hier unten ist noch was. Okay, da ist er down. Komm schon, Leute, das schaffen wir, das schaffen wir. Move for the win. Ach, Leute, ich habe ihn gar nichts abgezogen. Aber ich habe 2 Kills mit meinem Tank gemacht. Wir sind zwar ein relativ leichtes Stil. Leute, was könnte ich jetzt vielleicht ein bisschen verbessern? Jetzt geht's ans Feintuning. Okay, ich könnte vielleicht kleinere Blades drauf machen. Sind kleinere Blades gleich automatisch kleiner? Wir haben jetzt drauf Tier 8 Blades, Leute. Ich nehme jetzt mal Tier 6 Blades. Sind die klein? Die sind kleiner. Das ist wundervoll, Leute. Oh, hätte ich vielleicht von Anfang an nehmen sollen. Allerdings weiß ich nicht, ob die das Gewicht tragen. Wobei wir gar nicht so ein hohes Gewicht haben, denn wir haben mit ein paar Schildchen gearbeitet. Wir hätten wieder ein paar Steinchen übrig. Ich baue das jetzt einmal hier so hin. So ein Dreieckchen. Wobei, die sind etwas... Ja, okay, aber uns wird nichts anderes übrig bleiben, Leute. Halt, ich will den X-Modus wieder anmachen. Ich baue das hier nochmal alles eben auf die Schnelle weg. Mach den X-Modus. Und dann bauen wir hier wieder komplett nach hinten, ne? 97, 99... Okay, Leute, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ich könnte vielleicht... Ja, einen Hauch wegmachen, aber es bringt nicht wirklich viel, glaube ich. 500, da wären wir schon wieder bei den 500. Und wir bräuchten aber noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Mindestens 14 Blöcke nochmal. Haben wir hier hinten nur den Sitz? Jawohl, okay. Da ist die Frage auch schon beantwortet. Dann machen wir den Stein weg und das machen wir weg. Und... Ach so, den müssen wir drauf lassen, diesen Block. Denn das ist der Deckel nämlich von unserem Ding. Wenn ich hier einfach die Spitzlines rausmache... Leute, ich spare an allen Ecken und Kanten. Ihr seht es ja schon. Dann hätte ich wieder ein paar Flops übrig. Okay, und da wäre ich schon wieder am Ende. Okay, wir sind später bei 501. Wenn wir jetzt das wegmachen und das wegmachen, dann hätten wir hier eine Strebe. Das ist natürlich ganz schlecht eigentlich. Na, aber so gesehen nutzen uns dann unten komplett diese Dreiecken auch nichts. Okay, Leute, ich baue das jetzt einmal so. Okay, 500. 500 hätten wir jetzt. Oh, Leute, wir sind immer noch in... Ah, oh, shit, wir sind in Tier 7. War ich jetzt vorhin auch in Tier 7, Leute? Ich habe das jetzt nicht mitbekommen. Ach, das ist wegen den Hoverblades, Leute. Okay, es wird schwieriger als erwartet. Ich glaube, ich muss doch wieder auf die T8-Hovers zurückgreifen, Leute. Wir haben hier noch 10 Stück.
503. Und wir sind wieder Tier 8. Leute, es ist wirklich, wirklich schwer. Ich probiere... Wobei, wir haben halt hier so eine Menge Platz verschenkt. Allerdings brauche ich ja den Platz so ein bisschen. Okay, hier kann ich auch nichts wegbauen. Hier fehlt... Hier stimmt irgendwas nicht, Leute. Doch, natürlich stimmt alles. Wundervoll. Ich bräuchte jetzt... Es sei denn, ich gehe nach innen vielleicht. Okay, die ganzen Blöcke werden nur durch diese Vorderreihe gehalten. Das ist natürlich richtig scheiße. Und hier wird jetzt der Knackpunkt sein. Wenn wir das jetzt so bauen und so und so. Dann wird es wenigstens nach was aussehen. Wir hätten aber 511 CPU-Flops. 511. Wir haben T8-Kanonen drauf. Wir bräuchten 11 CPU-Flops. Hardware. Wir haben T8 drauf, die verbrauchen 28. T7 verbrauchen 26. Das heißt, wir würden uns bei 3 Kanonen 6 CPU-Flop einsparen. Okay, vielleicht... Leute, wir könnten auf die Rails umweichen. Die haben nur 24. Oder 28, okay. Soll ich es mal mit den T6 Rails probieren, Leute? Oder T7? 26. Wenn ich jetzt 3 Stück hätte, das wären 60. Das wären 3 mal 6 sind 18. Wenn 60, 18 wären 78 CPU-Flops. Leute, das könnte vielleicht mit Biegen und Brechen hinhauen. Ich kaufe mir jetzt einfach mal Rails. Waren das jetzt T8er oder habe ich jetzt T6er gesagt? Ich glaube, das waren sogar die T7er. Ich kaufe die jetzt einfach mal. Okay, achso, auswählen muss ich sie natürlich auch. Leute, also die Folge dauert heute etwas länger, aber... Ach, komm schon! Nein! Leute, ich muss viel weiter auseinanderbauen. Wie soll ich denn das jetzt noch machen, ohne noch CPU-Flop herzuschenken? Ich könnte die auf die Seite draufbauen, aber ich glaube nicht, dass das so eine super optimale Idee ist. Wenn ich jetzt hier nach hinten eines verbreitern würde... Dann müssten sie rein theoretisch draufpassen. Dann müsste ich da aber schon vorher anfangen. Wahrscheinlich sogar noch vorher. Oder hier sogar. Einfach nur mal zum Testen. Okay, da stören die vorderen Schilder, da stören die hinteren Schilder. Wie bewerkstelle ich jetzt das Ganze? Wird es so funktionieren? So würde es funktionieren. Ey, das würde sogar so funktionieren, Leute. Wir sind bei 523. Wir sind bei 515. Ach du Kacke, Leute. Der ganze Block, dieses ganze Teil hängt hier nur an diesem Block hier. Okay, das ist mega, mega fail, möchte ich jetzt was sagen. Wie könnten wir jetzt ein bisschen CPU sparen? Indem wir einfach das hier wieder wegbauen. Und vielleicht hier nur ein Dreieckchen. Jetzt hatte ich wieder mein X-Bauen aus, oder? Oder habe ich das jetzt richtig gebaut? Ist mein X-Bauen an, oder? Ne, es ist an. Okay, sehr schön.
Leute, wir sind bei 509 CPU-Flops. Ein bisschen was müssen wir noch ändern. Hier könnten wir noch einen wegnehmen. Und das hängt alles immer nur mit einem Stein zusammen. Leute, es ist wirklich zum Haare ausraufen. So, voilà. Wir sind jetzt bei 500 CPU-Flops und sind in Tier 7. Oh, Minecraft, Leute. Okay. Leute, es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach, ha? Ich habe jetzt T8 Hovers drauf. Ich habe allerdings keinen CPU-Flop mehr. Das liegt jetzt an den Rails oder an den Schildern. Leute, ich bin jetzt so verzweifelt. Ich probiere jetzt alle möglichen Register zu ziehen. Und zwar werde ich mir jetzt hier ein Rad drauf bauen. T9. X einmal aus. Wir kriegen es wahrscheinlich nicht mal drauf. Dann pappen wir es einfach hinten dran. Okay, wir werden TA... Oh, Minecraft, Leute, ihr braucht aber 20 CPU-Flops. Kann man das vielleicht noch hier mit dem bewerkstelligen? 510. Okay, Leute, da ist das Tier 9er effektiver wahrscheinlich. Jetzt, wenn wir aber uns einen Standard drauf machen. Ein T5. Oh, der braucht hier gleich noch mehr. Der braucht 26 Flops. Okay, Leute, ich glaube, wir gehen... 25, 30 Flops. Ne, da ist, glaube ich, das Radar das günstigste, was wir eigentlich machen können. Das braucht nur 20 CPU-Flop und bringt uns aber ein Tier 8. Okay, wir bräuchten noch 18 Blöcke. 18 simple Blöcke, Leute. Hier hinten. Ach, den Block brauchen wir, ja. Das ist das Problem. Jetzt spiele ich schon wieder mit den Gedanken, vorne die Reihe wegzubauen. Leute, es ist extrem schwer. Hier können wir noch wegbauen. Das hatten wir vorhin gar nicht anscheinend gemacht. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Leute, wenn ich jetzt halt hier 14 Blöcke wegbaue, dann denke ich, dass ich wieder in Tier 7 lande. Ich probiere das jetzt einfach mal auf die Schnelle. 501. Okay, wir wären genau in Tier 8, Leute. Leute, ich muss irgendwas machen. Und so bin ich natürlich total ungeschützt. Wie könnte ich das jetzt noch bewerkstelligen, Leute? Im Tier 3 Schilder vielleicht? Nee, aber ich hätte hier nur 12 CPU-Flop insgesamt. Das heißt, wir wären bei 514. Das wären wahrscheinlich genau die Blöcke, die hier zu viel sind. Okay, Leute, wenn es hinten offen ist, dann können wir ja sowieso die Blöcke hier wegnehmen. Dann machen wir das nochmal hier hin. 509, okay. Okay, Leute, wir sind bei 502. Und wir sind bei 500. Und wir sind in Tier 8. Tier 8 und 500 CPU-Flops. Ich hätte vielleicht die Schilder... Leute, ich könnte das vielleicht sogar noch machen. Das fällt mir gerade so auf. Die Schilder vielleicht noch eines nach hinten bauen, dann würde ich mir vielleicht auch noch ein paar Steinchen sparen. Einmal den weg. Einmal den weg und den weg und den, glaube ich. Sehr schön. Leute, wir hätten wieder ein paar CPU-Flops übrig. Das ist alles nur Management-Sache. Okay, 591. 499. Ah, Leute, das wird wirklich eng. Also,
wie gesagt, es ist keine einfache Challenge. Ich weiß, wenn man hier jetzt drauf schießt, dann wird dieses Ding hier gleich wegfliegen. Aber es trifft vielleicht nicht gleich dann unbedingt meine Hoverblade. Okay, Leute, wollen wir es nochmal testen? Ich gehe jetzt nochmal in Battle. Diesmal als Rail. Und ich bin ja Rail-Spezialist, wie ihr wisst. Okay, ich hoffe, dass das funktioniert. Wir sind hier 8 und wir haben exakt 500 CPU-Flops. Also hätte ich mal gesagt, haben wir das Ziel auf jeden Fall schon mal erreicht. Ob das jetzt gut ist, der Panzer, oder nicht, das ist jetzt erstmal dahingestellt. Auf jeden Fall haben wir es jetzt erstmal geschafft und bewerkstelligt. Jetzt müssten wir nur noch ins Battle kommen. Ich hoffe, wir kommen nicht gleich in Boss-Battle. Okay, voilà, auf der Ice-Map. Wir sind eine Rail. Hey, ich hätte doch meine Kanone nach unten hinbauen können, ich Trottel. Ja, aber wobei, ich würde ja gerne lieber auf der Straße rumschlittern. Denn auf der Straße kann ich von unten nicht getroffen werden. Okay, wir haben die Tier 6. Nee, wir haben die Tier 8 Hovers drauf, Leute. Okay, ich suche mal Megabot. Wir haben ja gar keinen. Wir haben eine ganze Menge SMGs und wir haben im Gegnerteam auch 2 Rails. Genau wie in unserem Team. Das haben sie. Nee, wir haben 3 Rails. Und im Gegnerteam. Okay, ist jetzt erstmal egal. Leute, ich probiere jetzt hier natürlich mir erstmal meinen Campspot zu suchen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht umfalle. Go, Mate, go, Mate, go, Mate. Okay, sehr schön. Hier haben wir schon was. Oh, shit, Leute, jetzt bin ich hier runter. Nein! Komm schon, Leute, warum passiert mir das hier andauernd? Ich müsste mich jetzt drehen und ich kann mich nicht drehen. Brauche ich das Umwerfgerät? Warum kann er sich drehen und ich kann es nicht? Er hat Spinnenbeine. Komm, dreh dich. Ja. Okay, Leute, ich habe so ein paar Probleme mit meinen Hover. Es ist jetzt nicht so gerade super optimal. Leute, jetzt komme ich aber gerade auf die Idee, warum habe ich es nicht selbst... Achso, ich muss mich jetzt selbst destroyen. Das tut mir jetzt leid für mein Team, aber es geht halt eben gerade nicht. Jetzt kommt mir aber noch eine Idee, Leute. Jetzt will ich hier mal kurz was schauen. Ich wollte zwar eigentlich schon längst aufhören, aber das muss jetzt sein. Walkerlex. 42 CPU-Flop. 42 CPU-Flop. Die brauchen 27. Okay, vielleicht ist das echt eine scheiß Idee. 40 Flops, 42, 40. Leute, die brauchen wirklich enorm viel. CPU-Load 30. Ist allerdings ein T5, dann würden wir wieder abrutschen im Tier. T9 hätten wir hier auch noch, die brauchen 35. Und Tier 10 brauchen wir noch nicht mal. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir die Rotor oder die Heli-Blades nicht schon freigeschaltet haben für Tier 7, Tier 8. Wir müssten die T8 sogar schon haben, Leute. Habe ich die jetzt bloß nicht gesehen? Ach, ich war im falschen Ding drinnen. Wir müssen natürlich ins Cube-Depot. Tier 8, da sind wir doch. Die bräuchten 34. Ich werde es jetzt probieren, Leute. Ihr merkt schon, ich spiele hier eine ganze Menge rum. Da müsste ich allerdings wieder das ganze Ding hier anders erbauen. Wir bauen hier... Ey! Was hier... Ach du Kacke, Leute, die sind ja wieder mega groß, die Dinger. Die stoßen ja sogar an meinen Rails an. Aber ich bräuchte so gesehen weniger CPU-Flop, also weniger Flop für die... Ach du Kacke, Leute, das ist ja schon wirklich mega groß, die Dinger. Wie könnte ich das jetzt wieder vertuschen, meinem Pfusch? Einfach mal hier rüber und dann einfach mal hier hin. Würden wir dann vorne noch einen drauf bekommen? Ich mache jetzt hier nochmal den X-Modus aus und baue jetzt hier einfach mal wahllos nach oben. Okay, das würde nicht funktionieren. Leute, die würden sich schneiden. Äh,
Hier wird es funktionieren. Jetzt will ich schauen, komme ich vielleicht noch eins nach hinten? Ja, ich würde sogar hier hinkommen. Dann könnten wir zwar fliegen, wären aber wahrscheinlich mit einem Schussdefekt. Leute, ich glaube, das wird erstmal so mein finales Produkt werden. Jetzt habe ich etwas umgebaut. Jetzt weiß ich nicht so genau, was ich umgebaut habe. Hier, wie hatte ich es denn jetzt, Leute? Dann hatte ich jetzt eine Rail. Ich habe überlegt, vorne im Battle with Walker Legs vielleicht hinzubauen. Vielleicht kann man mit ein bisschen Feintuning noch ein bisschen was ändern hier. Aber ich werde mir jetzt erstmal wieder die Rails draufschmeißen. Fehlt mir hier ein Block. Hier ein Blöckchen. Und hier eine Rail. Ey! War das Blöckchen hier? Ah, okay, das sieht schon besser aus, aber irgendwie bezweifle ich, dass jetzt hier die zweite hinpasst. Okay, nee, funktioniert ja doch. Ey, warum habe ich jetzt so viel CPU-Flop frei? 481? Habe ich jetzt die falschen Rails genommen? Wir sind auch wieder in Tier 7. Ah, mein Radar, Leute. Mein Radars. Tech Tree Inventory Spezial. Und das Tier 9 Radar. 501. Jetzt haben wir irgendwo einen Block zu viel gebaut. Der hier. Leute, sind die verbunden? Ja, die sind tatsächlich nicht verbunden. Welcher Block? Der hier war's. Okay, Leute. Dann hätte ich mal gesagt, um euch nicht so lange warten zu lassen. Wir nehmen jetzt auf seit circa einer Stunde und 10 Minuten ungefähr. Hätte ich mal gesagt, war das hier meine 500 CPU-Challenge? Ich könnte natürlich jetzt noch ein bisschen weiter tüfteln. Ich hätte da jetzt auch kein Problem damit, den ganzen Tag da dran noch rumzutüfteln und zu bauen. Also wie gesagt, er ist auf jeden Fall im Battle. Er ist flugtauglich, er kann schießen, er ist ein bisschen geschützt. Ich sage jetzt nicht hardcore geschützt, aber er ist ein bisschen geschützt. Ich hätte jetzt in der Mitte zwar vielleicht tatsächlich zwei Reihen rausnehmen können ungefähr oder vielleicht sogar drei, dann wäre das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser aufgegangen. Aber grundsätzlich fliegt er, er ist ein bisschen geschützt, er kann schießen, er hat Rails drauf, er hat ein Radar und er hat 4 T8 Hoverblades. Wir sind auch in Tier 8 und ja, er dreht sich komischerweise im Battle um, warum auch immer, falls sich irgendwie zu steil irgendwas anfliegt. Ich weiß nicht, warum das so ist, Leute. Auf jeden Fall war es das dann auf jeden Fall von meinem 500 CPU Tier 8 Challenge Battle. Damit danke ich mich fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben, Leute. Und ja, dann war es das von mir. Damit danke ich mich. Bis dann, macht's gut. Euer Mofa Billy. Bye, bye.